Ey Leute, was geht? Polschi ist wieder back am Start, hier für euch mit der ersten Folge von Star Wars The Old Republic hier auf meinem Kanal zusammen mit Drive-By, was geht? Ja Leute, wir wollten gerade als Jedi weitermachen, hier als Cookie waren, aber uns ist leider aufgefallen, dass hier noch irgendwie so ein Download-Modell läuft, dass wir den Anfangsplanet nicht verlassen können. Deswegen werden wir jetzt einfach erstmal hier weiterspielen, damit wir erstmal Content haben und dass wir das dann irgendwann hier laden können. Genau. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, da werden wir da. Nee, ordentlich, also. Ja. Machen wir einfach mal. So Leute, jetzt sind wir im Spiel drinnen. Wir sind hier ein Sith mit noch einer Klinge. Hast du nicht letztens gesagt, du kriegst da irgendwie einen Laserschwert? Ja, das hab ich getan. Wir können zwar jetzt irgendwie zwei Übungsklingen nehmen, aber für den Style, ganz ehrlich, eine Klinge reicht, aber. Machen wir hier gleich für Schauen. Könnte eigentlich auch rein theoretisch jetzt mal meine Schrottwaffe auf Ausrüstung haben. Sith-Mathematiker. Muss ich denn machen? Ich weiß. Da. Okay. Laufen wir jetzt erstmal dahin. Machen die. Okay. Wenn du nur einen Schlag brauchst. Okay, was sieht aus? Oh, kannst du auch laufen? Ja, kannst du auch laufen. Oh, er hat was gedroppt. Er droppt was? Was hat er? Was hat er? Oh, er hat 19 Credits für uns. Finde ich gut. Wir müssen jetzt laufen. Wetten, hier kommen Gegner gleich. Wetten. Gegner? Mir ist was von dem Laufstil vom Jedi und von den Sith aufgefallen. Ist ganz, ganz anders, glaube ich. Also, ja. Fällt mir mal gerade so aus. So. Ich muss mir das hier aufnehmen, abgeschlossen. Oh, da sind Gegner. Gegnatz. Gegnatz. Gegnatz, ihr Gegnatz. Oh, steck ihm meine Klinge in den Arsch. Da hat auch wieder was gedroppt. Okay, nicht so lang. Angreifen! Was ist denn das denn für ein Klinge? Ich hab keine Ahnung. So, ich brenne, aber es ist mir egal. Okay. Selbst kennen halt. Können wir dann hin? So, und sonst können sie, nicht nur sonst können sie einen Blitze schießen. Also den Schießen, ja, ja, ja. Das ist, was ich meine. Also. Ein Blitz ist, glaube ich, eindeutig heißer. Würde ich jetzt mal stark behaupten. Hass. Wie das auch so. Gib mir meine Kekse! Bruder, alles gut bei dir? Also wenn nicht, nur hole ich halt nur was, ne? So. Dann laufen wir hier mal weiter. Wir müssen jetzt hier raus, um wieder irgendwo hinzukommen. Genau. Genau, das ist überhaupt nicht verwirrend, dass hier einer von uns steht und da drüben steht ein Gegner. Hm, okay, Spiel, okay. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Nee, ich wollte mal Schaffer kaufen. Leben Sie wohl. Okay, tschüss. Leben Sie wohl, okay, tschüss. So, jetzt müssen wir noch da rein und da rein. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal da rein.
Gegner hier. Oh Mann. Mit Jetpack und so alles. Locker, wenn du da drin als Klon spielst, dass du Jetpack haben kannst. Ja. Safe, oder? Ja. Kann man erstmal sterben? Guck mal, jetzt warten sie alle auf dich. Guck mal, der eine macht sich sogar schon bereit. So, du hast Stress? Down, da. Wenn du so weit schlagen kannst. Manche Angriffe mache ich mal zum ersten Mal irgendwie. Moinsens, an euch Weichstichen, haha. Nennt mich Starkiller. Nennt mich Bäuchli, der Killer. So, wo müssen wir hier hin? Wir müssen mal geradeaus, hier mal links. Okay, Navigationsgerät ist an. Guck mal, wie sie da friedlich schweben. Jetzt muss man ein bisschen den Frieden zerstören. Die sehen aus, als hätten sie so fliegende Gehirne. Also als wenn es so fliegende Masse vom Gehirn. Ja, richtig schön. Wer noch Hoffnung hat zum Leben, ey. Auch nicht unlogisch. Ich gehe irgendwie 30 Meter davon entfernt. Okay, da muss ich schon gedacht. Wir sehen, sieht man ja auch, dass da alles anleuchtet. Ja. Die droppen immer was. Oh, Gedärme. Cool. Lecker. Fliegende Gedärme. Das sind fliegende Gedärme. Kannst du dich da drin eigentlich auch heilen? Warum frage ich eigentlich simpel? Wo sind meine Pommes? Ja, das ist so. Pommes, ich bin Pommes. Ja, Pommes. Ganz schnell hier raus. Denn wir haben keinen Bock mehr auf die Gegner. Das ist ein bisschen aufleveln, tut eigentlich auch gut, aber das brauchen wir nicht, Leute. Das brauchen wir nicht. Wir sind ich und ein starker Sith-Krieger. Dass irgendwann das Laserschwert bekommt. Zumindest sind Bräuchte schon, wenn du das Laserschwert bekommst. Und den machen wir. Mit Acht. Droppst du was? Nein, du droppst was. Nicht gut. 21 Credits. So, jetzt muss ich hier hinkommen. Also, da geht's einfach Schritte durch. Kommt hier vorbei gelaufen. Sehe ich gar nichts mehr. Bist du? Richtig? Ja. Ihr seht mich nicht, verdammt. Jetzt ist voll gefreut. Alle nur Übungsklingen haben alles gut. Hin.
Ah ja. Alles klar. Gar nicht unlogisch. Ey, hast du ein Gewehr bekommen oder was? Oder was war das? Krass. Das ist krass, ja. Unsere Teile. Weißt du, wie dieses Kreuz aussieht? Als wäre das so dein das Ziel. Aber das ist einfach nur dieses Zeichen, was du bist. Genau. Ja. Ah, okay. Also, 10 Waffen. Zweimal links. Das war was unter zweimal links. Hauptsache, nur auf das Ding eigentlich. Hat keinen Wert für mich, weißt du. Allerdings, du hast ihn noch nicht mal getroffen und seine Hälfte des Lebens ist weg. Spiel eindeutig 100%. Was will man erwarten? Aber ich glaube, das ist bei World of Warcraft auch so. World of Warcraft? Keine Ahnung. Abfallsoldat. Geh mal weg. Ohne Chlorschnecke. Hallöchen, mein Kleiner. Eine Chlorschnecke? Ja, eine Chlorschnecke. Auch eine Chlorschnecke. Aber groß. Warum sind die so groß? Sind die was Besonderes? Alter, wie viele? Ich könnte sogar richtig leveln gerade. Ja. So viel. Oh Mann. Ich glaube, das werde ich gleich immer noch machen. Schon mal die Chlorschnecken. Ja. Ich geh jetzt einfach zu Darth Brothers wieder zurück. Da leuchtet was. Da leuchtet was. Da leuchtet was. Das Schnitten. Das leuchtet. Ah ja, okay. Hä? Was für ein Bug, Alter. Überhaupt nicht komisch aus oder so. Was hat er denn für einen geilen Druiden gehabt gerade? Auf jeden Fall nicht so einen geilen Druiden wie ich bei dem Jedis. Das ist immer mega geil gewesen, Mann. Also. Kann man da drin auch irgendwie R2D2 haben, Alter? Das ist ja. Ja, ja. Toll. Dafür fahren wir. Ich glaub's nicht. Kriegen wir alles noch herausfinden. Okay, ach, ist das dein Ich glaube, du solltest dich mal hinterm Halle machen. Mit dem Kampf treffen, oder? Meditierst du im Kampf, die ballern sich die ganze Zeit ab. Einmal hochheilen. Einmal Hass zeigen. Das ist eine natürliche Stärke. Und auch sofort atmen. Hä, hey, was hat der für ein Druiden? Ein Heftchen noch, ja. Oh. Sieht aus wie so ein Druidika. Ja, so von den Beinen her, so Druidika-Art, Alter. Oh Mann. So Zerstörer-Druiden auch genannt. Es gibt ja noch Superkampf-Druiden. Also Kampf-Druide B2. Dann gibt es noch B1-Kampf-Druiden. Oh. So viele Arten von Druiden. Lassen die dich jetzt auch in Ruhe, ne? Ja. Ja. Doch. Ja, er kann fliegen mit dem. Ich glaube, wenn du zu weit entfernt bist, dann gehen sie die Verfolgung halt. Hä? Hat er den jetzt ernsthaft getötet? Alles klar, der Typ ist mal so on fly.
mal aus irgendwelchen Ich einfach Leben Sie wohl. Ja, lebt auch wohl, tschüss. Sind voll nett, ey. Was soll der Ruide denn sonst sagen? So, verpiss dich? Ja. Da willst du aber auch noch sagen, oh, der ist mir nett, wa? Ja. Was könnt ihr gut? Ja, warte mal. Das einmal. Weißt du, Leute, so macht man das. Ehrlich? Das war auch so ein Kampf, wo die nur die haben, ja? So als mein persönlicher Leibwächter? Ja. Okay, ganz schnell zu Darth Barras wieder zurück, bevor der uns abschlachten will. Ich weiß ja, Leute, eigentlich ist das ja unlogisch, aber stellt euch mal vor, irgendwann in der Zukunft würde es Laserschwerter geben. Wäre das nicht heftig? Ich glaube schon. Ich meine, dann kann man ja alles durchschneiden. Ich habe nur so ein kleines Lasermesser, so als Taschenmesser. Mhm. Damit sie so ein Brötchen schmieren, machst du Butter drauf und das so heißt, dass die Butter einfach wegspritzt. Warum haben die alle so ein Gefährt, Alter? Das ist so gemein. In deine Fresse. Schade. Ja, und halt, irgendwie. Turi. Also man kann auch irgendwo Rüstung kaufen bei irgendwelchen. Wollt ihr euch die Munition ansehen? Für das Imperium. Ja, genau, für das Imperium. Genau, das ist auch so. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Oh, scheiß Medizin. Nee. Wir brauchen Waffen. Wir brauchen Miniguns. Ich habe die beste Ausrüstung. Ah, okay. Ja, er hat die beste Ausrüstung. Guck mal, wie schlecht die sind. Okay, wir sind noch am Anfang. Straßenschuhwerk. Digga, der ist blau. Straßenschuhwerk. Ja, okay, ist schon wieder besser als meine. Guck mal. Akademiestiefel. Ja. Ach, guck mal, wie viel das kostet. 187. Einmal gekauft. Handschuhe. Okay, sind meine wieder besser. Okay, viel Glück bei der Jagd. Ich laufe barfuß. Wieso? Es gibt doch bestimmt irgendwelche Ziff oder Jedis, die bestimmt mit nackten Füßen rumrennen. Womit kann ich dienen? Ja, der hat ja auch Ausrüstung. Der hat sogar bessere Ausrüstung. Lol, Digga. Straßenschuhe? Oh ne, das ist so cool. Das ist nicht besser. Du kannst ja noch weiter runter scrollen. Du kannst ja gucken, ob irgendwas Grünes vom Schuhwerk gibt. Ne, gibt's nicht. Okay, da ist nichts. Ich kann gegen schon 15. Oh ja. Schön gut. Schön gut. Schön gut. Schön gut. Was ist das? Okay. Schau mal, wo so ein Laserschwert war. Ah. Einmal. Gibt's die alle im Putz, Alter. Ist so. Schlag ins Gesicht, wenn deine Nase bricht. Ha! Okay. Ja, sorry Leute, ein bisschen gute Laune. Bisschen zu gute. Warum auch immer. Diese Sith-Akademie, ey. So verwinkelt. Ach Leute, schreibt mal in den Kommentaren, was wir besser machen könnten. So, ihr wisst Bescheid, was ich meine. So Tipps und Tricks und so. Wer war er denn bitte? War er pumpen gerade? Hast du gesehen?
Die ganze Zeit. Einfach pumpen, hä? Das war ich in einem halben Jahr. Ah, ja, okay. Okay, würde ich jeden Tag trainieren, ich glaube, das wäre wirklich schon so, ne? Weil dann müsste ich meine Ernährung komplett umstellen. Ja. Ihr habt es geschafft, nicht wahr? Ihr habt die Scherben aus dem Grab geholt und kehrt nun zu Lord Barras zurück. Seid ihr hier, um mir zu gratulieren? Das werte ich als ja. Oh! Ich brauche mal schnell meine Waffe. Jetzt bin ich ausgerüstet. Leute, chill mal. Leute. Okay. Let's Play ohne Waffe kämpfen, alles da, Bro. Hä? Warum kannst du die jetzt nicht ausrüsten? Jetzt. Hä, verarschen. Okay. So, jetzt können wir rein. Machst du nicht eigentlich mehr Schaden, wenn du zwei Kriegen hast? Ja, schon, aber. Sieht einfach störlich aus mit einer Kille. Ja. Also zumindest bei dieser Trainingskille. Achso. Hallo, Spaß. Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte durch das Grab gelangen, aber dort waren einfach zu viele Shirens. Ich konnte knapp entkommen. Ich dachte, ich überrumple euch und nehme euch die Scherben ab. Aber wie ich sehe, ist das genauso zwecklos. Lemren ist bereits mit Barras drin. Alle anderen Akolyten sind tot. Ihr wart meine letzte Chance. Eigentlich müsst ihr ja deinen Schuh küssen. Ich werde nie ans Ziel. Wenn ich nicht mit den Scherben zurückkehre, ist mein Schuh, wird Barras mich umbringen lassen. Hm. Hat auch von mit meinen Scherben. Ach, ich erspare Barras die Mühen, euch beim Rumheulen zuzuhören. Sterbt! Ist auch aufgefallen, der Ziff spricht ganz, ganz anders als der Cookie war. Ja. Also jetzt nicht von der Stimme her, sondern einfach wie er spricht. Wen haben wir denn Ziff da? Reden mehr so ich habe euch nichts zu sagen. So, darf Barras? Der Bittsteller kehrt zurück. Und er hat alle Scherben aus Tulakborns Grab dabei. Fantastisch. Anscheinend wurden deine Hoffnungen zerstört. Der Anschein kann trügen. Entschuldige, Vemrin. Es hat ihm gar nicht gefallen, dass du ihm diese jungen Akolyten auf den Hals gehetzt hast. Auch wenn es nur untrainierte Novizen waren. Ich hoffe, er wartet nicht auf eine Entschuldigung. Das könnte nämlich lange dauern. Die Spannung ist stark zwischen euch beiden. Eine großartige Quelle für ihn. Ich frage mich, was passiert, wenn es zum großen Knall kommt. Ihr seid beide kurz davor, Sith zu werden. Doch nur einer von euch wird die Möglichkeit erhalten, ein besonderes Lichtschwert sein eigen zu nennen und als mein Schüler zu dienen. Ich dachte, du wärst es, Vemrin. Doch ich habe meine Meinung geändert. Was? Ich habe alles getan, was ihr gefordert habt. Und das besser als die anderen. Die Ehre sollte mir gebühren. Disrespect, schlechter Tag, was? Ignoriert Vemrin, Lord Barras. Seine Welt bricht gerade zusammen. Im Moment ist Vemrin genauso gut wie du. Die Macht ist stärker in dir, Akkulit. Und du verbirgst eine versteckte Kraft. Es war eine einfache Entscheidung. Also, Vemrin, warte ich meine Wurzel auf meine Anweisungen. Sofort. Also, ich hoffe, du hast wenigstens eine Ahnung, wie glücklich du dich schätzen kannst, dass ich dich ausgewählt habe. Dank meiner Führung wird die Galaxis dir zu Füßen liegen. Es ist mir eine Ehre. Das Lichtschwert, das du suchen wirst, ist alt und sehr mächtig. Es liegt in einer verbotenen Höhle in Nagasadus Grab. Nur wenige Sith haben es je betreten. Fast niemand weiß, wo der geheime Eingang ist. Aber in den Sklavenpferdchen ist eine Twi'lek, die vor kurzem gefasst wurde, als sie sich Zugang verschaffen wollte. Wie man hört, ist sie ziemlich stur. Nimm sie mit und lass dir von ihr den Eingang zur verbotenen Höhle zeigen. Gut, endlich kann ich jemanden brechen. Ja.
Ich weiß, was das du hört sich nach Spaß an. Ich werde es genießen, sie meinem Willen zu unterwerfen. Ja, beherrsche sie nach Belieben. Andere Akolyten, die gerade versuchen, ihre Prüfungen zu beenden, werden ebenfalls zum Grab geschickt. Die Regeln der Akademie gelten dort nicht. Sie werden versuchen, dich zu töten. In diesem Test wird sich entscheiden, ob du ein Sith wirst. Bereite dich also gut vor. Wer Nagasados Grab betritt, spielt mit dem Tod. Handschuhe. Okay, nice. Besser als. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Rüsten wir aus. Und dann. Nice. Ich glaube, ein bisschen Level up, wa? Ja. So, die hier. Zack. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das von der ersten Folge von Star Wars The Old Republic. In der nächsten Folge seht ihr, wie. Mann, ich will immer meinen Namen nennen. Wie ich spiele Drive-By. Genau. Wer das Lichtschwert holt und dann. Genau, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und Servus.